Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Google, Facebook, Amazon, sie alle fingen als Startups an und eroberten die Welt. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft grundlegend und ist zugleich auch Inspiration für eine neue Generation von Gründern. Die Startup-Szene in Baden-Württemberg lebt und sie sucht auch die Öffentlichkeit. Wie hier beim Elevator-Pitch in Stuttgart. Die Unternehmer präsentieren sich und ihr Geschäftsmodell einer Jury. Der Sieger bekommt im Gegenzug Unterstützung eines erfahrenen Mentors. Ein Startup steht für eine innovative Geschäftsidee mit einem gewissen Wachstumspotenzial. Und das macht diese Art Gründungen auch für Geldgeber interessant. Einer dieser Geldgeber am Bodensee ist Jens Freiter, der ehemalige Mitgründer von Holiday Check. Er ist fasziniert vom Ideenreichtum der Gründer. Dies zeigte er zuletzt in der Sendung Chefsache Business Lounge. Knödelkult, genau. Die gehen richtig ab im Moment. Das sind Knödel aus gerettetem Brot. Das Brot wird man sonst wegschmeißen, wird von Bäckereien bezogen. Und das verarbeiten die zu Knödeln und verkaufen die im Glas. Der Bodensee mag vielleicht nicht der aufregendste Ort für Gründer zu sein. Baden-Württemberg ist aber ein Gründerland. Die Qualität der Gründungen ist hoch und bei den Flächenländern steht das Land, was die Zahl der Gründungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl angeht, auf Platz 2. Ja, über Startups möchten wir uns heute unterhalten bei Chefsache und zu Gast im Studio ist Philipp Kessler, Geschäftsführer vom Startup-Netzwerk Bodensee. Herzlich willkommen, wir bleiben gleich beim Du, weil wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Schön, dass du da bist. Rolf, vielen Dank für die Einladung. Fantastisch, ein Jahr ist es jetzt her seit Gründung des Startup-Netzwerks. Wie war das Jahr für dich persönlich? Sehr anstrengend. Ich habe viel gesehen, viel erlebt, viel gearbeitet. Wir haben wirklich viel zu tun gehabt, sehen aber jetzt auch schon die ersten Früchte, die wir jetzt so langsam ernten können. War eine spannende Zeit und es ist viel im Aufbruch im Moment. Und es bewegt sich ja tatsächlich durchaus etwas, wenn man sich die Startup-Szene regional anschaut, was ich persönlich eigentlich ganz ungewöhnlich finde. Also viel wird von den Ballungszentren gesprochen. Berlin ist natürlich eine große Szene. Sogar München hört man immer wieder. Wurdet ihr nicht belächelt vor einem Jahr, als man gesagt hat, ja, also wir möchten eine Startup-Szene am Bodensee etablieren? Zum Teil ja, zum Teil sogar aus der Region selbst. Ich habe mit Gründern hier, mit erfahrenen Gründern gesprochen, die dann gesagt haben, Philipp, du kommst aus Berlin, warum bist du hier? Geh zurück, wenn du was reißen willst, erleben willst. Und ich habe mich vielleicht auch sogar selber so ein bisschen erschrocken. Ich hatte gedacht, Konstanz, Unistadt, da wird schon ein bisschen was sein und gehen. Da war ich ein bisschen ernüchtert, aber das war dann auch Anreiz und Motivation für mich, da auch dann was zu starten. Und ich habe gesehen, es gibt Ansätze, es gibt Potenziale, da muss man was machen und das war so ein bisschen der Auslöser. Dein persönlicher Lebensweg ist ja ein durchaus interessanter, denn du hast dich ganz bewusst dafür entschieden mit deinem Startup. Du hast Wir Kaufen's mitgegründet, genau. Also ein großes Portal, bei welchem man gebrauchte Handys verkauft. Mhm. Aber du hast gesagt, nee, also ich will von Berlin dann doch wiederum in den Süden. Warum diese Entscheidung? Naja, es fängt im Prinzip damit an, dass ich eigentlich gar nicht weg wollte aus dem Süden. Ich bin aus Tübingen und mir hat es da eigentlich sehr gut gefallen. Dann hat meine, sagen wir mal, semi-gute Abi-Note dafür gesorgt, dass ich mich ein bisschen umschauen musste, wo kann ich studieren und bin dann letztendlich in Brandenburg gelandet, an einer sehr guten Uni, muss man sagen, sehr kleine, aber sehr feine Uni und bin dann so, ja, da auch reingerutscht in dieses Startup. Ich wollte eigentlich zurück nach der Uni und wollte in Tübingen oder in Baden-Württemberg in den Konzern einsteigen, so die klassische Karriere. Ja. Und dann bin ich dort reingerutscht in dieses Startup, auch zum Teil ein bisschen naiv, keine Frage. Und das hat mir wirklich so gut gefallen und ich habe einfach auch von zu Hause aus das Unternehmergehen. Und ich habe mich da dann wirklich verwirklichen können in dem Startup. Und es war eine super anstrengende Zeit, ja. 4,5 Jahre Startup aufzubauen von 3 Mitarbeiter auf 100 Mitarbeiter. Das war sehr intensiv. Und Berlin natürlich sexy für einen 20-Jährigen, 25-Jährigen. Aber ich bin dann an den Punkt gekommen mit 30, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung für mein Leben auch treffen. Wo will ich meine Familie gründen? Und das war definitiv nicht Berlin. Da hat es mich dann schon wieder nach Baden-Württemberg zurückgezogen. Ja, das war eine rein private Entscheidung. Jetzt lass uns mal über den Startup an sich sprechen. Ich habe jetzt mal zwischen den Zeilen rausgelesen, du brauchst also, um ein erfolgreicher Startup zu sein, nicht unbedingt eine gute Abi-Note, weil die hattest du nun mal nicht. Also was brauchst du denn? Erfahrung. Der,
die wenigsten Gründer werden bei der ersten Gründung schon erfolgreich. Ja. Da braucht es einfach ein bisschen Zeit, Erfahrung, vielleicht auch mal zu scheitern und auf die Schnauze zu fallen sozusagen. Da nimmt man auch viel Erfahrung mit. Man hört aber immer wieder, die Gründer oder man muss es vielleicht auch mal differenzieren zwischen Gründer und Startupper. Absolut. Die Startupper, die sind oft sehr jung, also irgendwo zwischen 20 und 30. Warum genau in diesem Alter? Also du hattest gerade die Differenzierung angesprochen. Wir unterscheiden so ein bisschen zwischen der Gründer, das kann auch ein Selbstständiger sein, der seine Ein-Mann-Bude im Prinzip gründet, sein Grafikstudio, was auch immer. Und das Startup, wo wir halt sagen, da muss eine innovative Idee dahinter stecken, da muss ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter stecken, da muss Marktpotenzial da sein. Weiß ich nicht, ja, 1 Milliarde Marktpotenzial ist schon Minimum. Und da muss auch vom Mindset des Gründers her, da muss eine gewisse Ambition da sein. Ja, einer, der sagt, mir reicht das 5 Mitarbeiter, mein Einkommen, das ist für uns kein Startup-Gründer. Der muss schon gewisse Ambitionen haben. Ich will Marktführer in Deutschland werden oder in Europa werden. Also das muss schon so ein bisschen dahinter stehen. Leidenschaft siegt, aber ganz alleine kann man auch ein erfolgreiches Startup nicht auf die Beine stellen. Was es braucht, um ein erfolgreiches Team auf die Beine zu stellen und über das Thema Geld müssen wir auch sprechen, denn in der Regel kostet das erstmal was, bevor man was verdient. Darüber möchten wir gleich sprechen, liebe Zuschauer. Wir bei Chefsache, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Philipp Kessler. Er ist Geschäftsführer vom Startup-Netzwerk Bodensee. Und wir haben gelernt, klar, du brauchst für ein erfolgreiches Startup erstmal eine wirklich tolle Idee, aber allein kannst du die nicht umsetzen. Was macht ein gutes Startup-Team aus? Ein gutes Startup-Team besteht in der Regel aus verschiedenen Disziplinen. Ja, die Startup-Teams, wo verschiedene Disziplinen vertreten sind, das sind die besten Teams. Ja. Da kommt auch darauf an, was im Geschäftsmodell verlangt wird. Ja. Ist das ein Online-Geschäftsmodell, dann hat man am besten jemanden drin, der sich mit Online-Marketing auskennt. Ja. Jemand, der vielleicht die Software auch entwickeln kann. Natürlich braucht man immer jemanden, der das am Ende verkaufen kann. Und vielleicht jemand, der so ein bisschen im Hintergrund die Fäden zieht, die Prozesse steuert, die Zahlen im Griff hat. Das heißt also, wenn du jetzt ein Team hast, das beispielsweise ausschließlich aus BWLern besteht, dann ist das Ding zum Scheitern verurteilt? Ja, es spricht ja nichts dagegen, dass die noch auf die Suche gehen nach einem Vierten, der sie vielleicht noch ergänzt. Also solche Beispiele hatten wir auch schon. Drei Jungs von der Uni, tolle Idee, 3 BWLer, die dann ein Online-Geschäftsmodell starten wollten, aber weder einen Entwickler dabei hatten noch Ahnung von Online-Marketing. Das wird dann natürlich am Ende schwierig. Aber das spricht nichts dagegen, sich Kommilitonen zu suchen, andere Teammitglieder zu suchen, die das dann ergänzen. Und auch deshalb habt ihr dieses Netzwerk gegründet, um eben Kontakte herzustellen. Wie gut wird es denn tatsächlich angenommen hier von der Startup-Szene? Ganz gut. Also sofern wir bei den Gründern schon bekannt sind, kommen die auf uns zu, möchten Unterstützung von uns, gerade suchen Mitgründer, dann posten wir das über unsere Kanäle, dann können wir unter Umständen einen Kontakt zu einem Investor machen. Riesenthema, Geld. Neben der guten Idee, dem guten Team, brauche ich Geld. Man hört immer wieder in der Startup-Szene, liegt das irgendwo auf dem Boden. Also man muss sich nur bücken und es aufheben. Ist natürlich überspitzt gesagt, aber es hat einen Kern Wahrheit. Ja. Wir sagen immer, eine gute Idee mit einem guten Team, guter Businessplan, der findet auch Geld. Auch wenn das in Friedrichshafen oder in Markdorf in der Provinz ist. Das spielt dann keine Rolle. Gehe ich denn zur lokalen Bank oder gibt es dafür ein ganz anderes Netzwerk von wohlhabenderen Investoren? Jens Freiter, wir haben ihn vorhin im einen Spielfilm gesehen, ist ja ein solcher, der durch den Holiday-Check ein bisschen was auf die Seite parken konnte. Eine Bank ist in der Regel schwierig, wenn der Gründer nicht bestimmte Sicherheiten mitbringt. Und das ist bei Studenten in der Regel eben nicht der Fall. Da greift man dann eher auf Wagniskapitalgeber zurück. Das ist in der ganz frühen Phase, sind es unter Umständen Privatpersonen wie Jens Freiter, die ein gewisses Privatvermögen angehäuft haben und jetzt Lust haben, sich weiterhin mit Startups zu beschäftigen. Die geben dann eine bestimmte Anschubfinanzierung, um ja, das Geschäft anzuschieben. Und wenn es dann in die spätere Phase geht, gibt es dann die sogenannten Venture-Kapitalgeber, wo wir auch 2 bis 3 am Bodensee haben. Da geht es dann aber um Beträge, weiß ich nicht, 500.000 aufwärts, also da wird dann schon richtig Geld hingelegt, aber dann muss auch wirklich Substanz im Startup sein. Von welchem Startup, abschließende Frage, werden wir deiner Meinung nach hier aus der Region in Zukunft noch mehr hören können, weil es eben die berühmte große Idee ist?
Ich vermute mal, dass wir hier in der Region eher B2B-Startups, also Firmen finden, die an Geschäftskunden wiederum verkaufen. Das ist unsere Stärke in Baden-Württemberg. Und da würde ich exemplarisch Fruitcorn nennen. Das ist eine Art Roboterhersteller in Konstanz ansässig. Die haben einen kleinen Industrieroboter gebaut, der zur Hälfte zu haben ist im Vergleich zu konventionellen Lösungen, die große Roboterhersteller anbieten. Und die setzen dann auch kleine Betriebe in die Lage, sich zu automatisieren, ja, Maschinenbestückung zu machen mit Roboter. Und die nehmen gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja, günstig, das versteht jeder. Und wenn es dann auch noch gut ist, umso mehr. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Philipp Kessler. Schön, dass du hier warst im Studio. Sehr gerne. Ja, ich sag mal so, liebe Zuschauer, das Thema Startups ist natürlich ein riesiges. Und nachdem wir schon mal ein bisschen zu den Rahmenbedingungen uns heute unterhalten haben, werden wir in der nächsten Chefsache-Sendung ja einen echten oder zwei echte Startupper hier zu Gast haben im B2C-Segment. Und zwar Suitery, die in Ravensburg sitzen und Maßanzüge für die Herren der Schöpfung anfertigen. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin alles Gute. Tschüss.